Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen und sonnigen guten Tag. Ich möchte heute mal noch auf ein Thema eingehen. Anlass ist ein Kommentar von einem Mitglied hier in der Gruppe zu dem gestrigen, gestern habe ich, glaube ich, das Video aufgenommen, wo es um das Thema Bewerten und Beurteilen und Verurteilen geht und wo ich mich so dazu geäußert habe, solange du etwas bewertest und beurteilst, steckst du fest. Und hatte dir so den Tipp gegeben, mal, wie du ganz schnell da rauskommst, dir jeweils die Frage zu stellen, immer wenn du merkst, du bewertest oder beurteilst etwas, dir die Frage zu stellen oder den Satz vielmehr zu sagen, das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Und dann einfach mal wirken lassen. Und ja, das Mitglied hier in der Gruppe, ging es einfach darum, dass sie einen Vortrag irgendwo gehalten hat mit einem Kollegen zusammen und ja, eigentlich total stolz auf sich war und sich auf die Schulter geklopft hat, was für einen tollen Vortrag sie da gehalten hat. Und anschließend kamen dann so die Be- und Verurteilungen, dass das total schlecht war und dass da gar nichts Gutes bei war und, und. Und ja, da stellt man sich dann die Frage, habe ich jetzt Wahrnehmungsstörungen, was hat das mit mir zu tun, worum geht es hier eigentlich wirklich und ist so am Boden zerstört. Ich kenne das von mir nur zu gut und bringe dir auch gerne mal ein Beispiel dazu. Als ich 2015 meinen ersten Kongress gemacht hatte, also ich hatte vorher von Kongressen irgendwo was im Internet mitbekommen, aber keine Ahnung, wie sowas funktioniert, geschweige denn, muss man das Handy ja gerade irgendwie anders in die Hand holen, es ist gerade nicht prickelnd, wie ich das hier halte, geschweige denn, dass ich jemanden gehabt hätte, der mir gezeigt hätte, wie das funktioniert. Und ich habe das dann alles eben ganz alleine gestemmt. Es war damals der größte Kongress zu diesem Bereich mit den meisten Sprechern. Ich war total stolz auf mich. Ich hatte 50 Experten mit dabei. Mein Postfach ist übergequollen von Anfragen noch von weiteren Experten, die mitmachen wollten. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, nee Leute, also mehr als 50 kann ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Ich kriege das jetzt alles nicht mehr bewältigt. Also diese riese Aktion hatte ich damals gestartet und total stolz auf mich, als der Kongress dann am 1.6. an den Start ging und ja, ich die ersten Experten da präsentieren durfte, die ersten Interviews veröffentlicht wurden und dann ist natürlich das E-Mail-Postfach voll geworden an E-Mails. Und dann macht man die erste Mail auf, die allererste, ich weiß noch, es war morgens in der Früh, die allererste Mail aufgemacht. Ich total stolz, dass ich diesen Kongress da gemacht habe. Also, ja, genau. Und dann erwartet man irgendwo, weil man so stolz auf sich ist, Lob und Anerkennung und toll hast du das gemacht und, und. Und was war die erste Mail? Gefühlte 10 Seiten Kritik. Über meine Interviewführung, dass ich irgendwie Füllwörter nutze wie oder meine saarländische Aussprache. An meiner Frisur wurde rumgemäkelt, an der Tonaufnahme wurde rumgemäkelt, dass ich zu viel von mir preisgebe und den Experten zu wenig zu Wort kommen lasse, dass ich nur oben im Bild klein zu sehen bin. Also ich hatte damals so mein eigenes Ding gemacht. Ich hatte nicht diesen üblichen Kongress gemacht mit der Technik, wie sie alle anderen machen, sondern ich hatte einfach mein eigenes Ding gemacht, weil ich es auch nicht besser wusste. Ganz so nach meiner eigenen Art, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. So, und dann hockst du da und dann zweifelst du an dir und dann denkst du wirklich, hast du jetzt Wahrnehmungsstörungen oder was ist da los? Und ich hatte damals auch noch, ich weiß noch, mir war einfach nur zum Heulen zumute und ich habe auch zu meinem Mann gesagt, am liebsten würde ich jetzt gerade wieder alles hinwerfen, aber es wäre ja den anderen gegenüber, den anderen Kongressteilnehmern auch unhöflich gewesen. Und so gab es einfach noch einige Kritiken während dieses ganzen Kongresses. Und auch ansonsten, jetzt war kurz die Verbindung weg, als ich noch auf Messen unterwegs war und auch da Vorträge gehalten habe, da gab es anschließend natürlich auch Kritik, ganz klar. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Natürlich kannst du da, das ist so die Beantwortung der ersten Frage auch, dir die Frage stellen, das ist ja eine interessante Ansicht, die ich habe, wenn ich mich be- und verurteilen lasse, beziehungsweise derjenige, der mich be- und verurteilt oder an mir herumnörgelt,
kannst du auch die Frage stellen, das ist ja eine interessante Ansicht, die derjenige da hat, und das einfach mal auf dich wirken lassen. Das funktioniert. Tu das. Du musst im Grunde genommen nichts machen mit demjenigen, der dich kritisiert, der dir an dir rumnörgelt. Das ist im Grunde genommen sein Thema und nicht deins. Du musst das nicht annehmen. Du kannst das bei demjenigen lassen. So. Das andere ist, und das mache ich auch, dass ich natürlich auch in mich hineinlausche und denke, okay, ist jetzt interessant, das Außen ist ein Spiegel von mir. Und was ich damals natürlich dann auch gemacht habe, habe das so mir angeschaut und musste mir natürlich auch eingestehen, dass ich selbst ja voller Zweifel war zu diesem ersten Kongress, zu meinem Auftreten da. Ist das jetzt richtig, dass ich da oben nur so klein zu sehen bin? Ich hatte mir damals zwar gedacht, es kommt auf die Experten an, die sollen im Vordergrund sein, die sollen groß im Bild zu sehen sein. Wenn ich als die Interviewpartnerin da oben nur so als kleines Kästchen zu sehen bin, das reicht vollkommen. Aber trotzdem waren ja tief in mir Zweifel. Trotzdem waren tief in mir Zweifel auch an meiner Art der Interviewführung und. Und das war genau das, was das Außen mir da einfach gespiegelt hat. Und das ist nicht bös gemeint von den Menschen, sondern das waren einfach alles so meine Arschengel, um es mal so auszudrücken. Das heißt, ich konnte nochmal in mich hineinschauen und in mir festigen, meine sämtlichen Zweifel, die ich hatte, die ich ins Feld rausgesendet hatte und die genau diese Menschen da angezogen hatten, nochmal beseitigen und mich in meiner eigenen Art und Weise, so wie ich einfach bin. Es geht nicht nie darum, jemand anderen nachzuahmen. Es geht auch bei dir nicht darum, jemand anderen nachzuahmen oder dich zu vergleichen mit anderen. Du bist du selbst und du bist einzigartig. Also mach dein eigenes Ding. Du hast deinen eigenen Seelenplan. Du hast deine eigenen Gedanken und Ideen, mit denen du hier auf die Welt gekommen bist. Mach dein eigenes Ding und hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Bring deine Einzigartigkeit ans Tageslicht, ja? Also, ich schaue mir dann solche Dinge oder habe mir dann im Laufe der Monate überhaupt solche Dinge einfach angeschaut unter dem Aspekt, ist interessant, diese Kritik, die ich da gerade bekomme, was hat das mit mir zu tun? Und dann geht es darum, ehrlich mit sich selbst zu sein. Wo habe ich noch Zweifel? Wo bin ich unsicher? Und sich dann einfach diese innere Sicherheit zu sich selbst zu stehen, nochmal zu stärken. Das ist das eine. Das andere ist natürlich nichtsdestotrotz auch mal zu schauen, okay, wo fühlt es sich für mich auch gut an, die Dinge zu ändern. Bei mir war das damals durchaus die Aufnahmetechnik. Also da war es sicherlich das ein oder andere von der Aufnahmetechnik nicht so, wie es wirklich auch optimal gewesen wäre. Aber ich habe das trotzdem durchgezogen und das nächste Mal besser gemacht. Also es ist immer auch die Frage, die du dir damit dann auch stellen kannst. Wie kann ich mich noch verbessern? Wie kann es noch besser werden? Aber die Kritik nichtsdestotrotz im positiven Sinne sehen, es ist ja eine interessante Ansicht, die derjenige hat. Es ist eine interessante Ansicht, was ich da habe. Also von beiden Seiten kannst du das sehen. Und ansonsten, bitte, mach dir mal eines bewusst. Die meisten von denjenigen, die dich da ankreiden, die dich be- und verurteilen, die an dir rumnörgeln, weil du nicht gut geliefert hast, weil du kein gutes Auftreten hast oder weil die Inhalte nicht gepasst haben und. Die meisten von denjenigen, wenn du sie mal in ihrer Persönlichkeit wahrnimmst, haben Anteile in sich, die zu denjenigen insgeheim sagen, ich wäre auch gerne so wie diejenige, die da vorne steht und den Vortrag hält oder wie derjenige, der gerade den Kongress macht oder was auch immer, aber ich traue mich nicht. Und dann haben wir Menschen so eine süße Gabe. Wir fangen dann gerne an, andere zu kritisieren und das ist auch nicht, das ist jetzt nicht bös gemeint, das ist einfach so eine Art von vielen Menschen, jemand anderen zu kritisieren, den klein zu machen, damit man selbst in einem größeren Licht da steht, damit man selbst größer erscheint. Das läuft bei den meisten Menschen, die sowas machen, mit Sicherheit auch auf einer unbewussten Ebene ab. Die sind sich dessen nicht bewusst. Nur wenn du als diejenige, die kritisiert wird von Menschen, das unter den Aspekten siehst, dann fällt es dir leichter, damit nichts zu machen, das nicht aufzunehmen und weiter an dir zu zweifeln,
sondern dir wirklich nur das anschauen, wo sind noch Zweifel in mir, wo kann ich noch standfester werden und noch mehr meine Einzigartigkeit zum Vorschein bringen und zu mir stehen. Wo gibt es vielleicht Dinge, die ich vielleicht noch besser machen kann? Und das kannst du allein dadurch besser machen. Du kannst allein dadurch besser werden, indem du nicht aufgibst und es immer und immer mal wieder machst. Wenn wir bei dem Beispiel das jetzt nehmen, mal Vorträge zu halten. Wie wirst du besser, indem du viel und oft von den Dingen machst, die du lernen möchtest? Wie lerne ich Meister darin zu werden im Tennisspielen, indem ich viel trainiere? Wie lerne ich Autofahren, indem ich Hunderte und Tausende von Kilometer Auto fahre? Wie lerne ich eine gute Rednerin zu werden, indem ich ganz viele Reden halte? Ja? Und das ist alles eine Entwicklung. Alles ist eine Entwicklung. Das ganze Leben ist eine Entwicklung. Immer und immer wieder. Okay? Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, zusammenzufassen. Du kannst dich immer fragen, das ist ja eine interessante Ansicht, die ich hier jetzt gerade über mich habe, beziehungsweise das ist eine interessante Ansicht, der Gegenüber, das Gegenüber, das gerade an dir rumnörgelt. Du musst nichts machen, du kannst alles bei demjenigen lassen, das sind seine Gedanken. Schau mal, noch was fällt mir gerade zwischendrin ein. Wenn irgendwo ein Vortrag ist, ein Seminar oder eine Musikveranstaltung, egal was, da sitzen Tausende von Menschen. Jeder, absolut jeder, nimmt diese Veranstaltung anders wahr. Wenn du mit deiner Freundin, mit deinem Partner zusammen zu einer Veranstaltung gehst und ihr unterhaltet euch anschließend über eure Wahrnehmung, über eure Impulse, über eure Dinge, die ihr aufgenommen habt bei dieser Veranstaltung, jeder von euch hat andere Dinge aufgenommen. Das ist so, das ist auch gut so, das macht ja gerade jeden einzigartig. Okay? So. Dann diese inneren Zweifel, die du noch in dir hast, das ist das, was dein Außen dir widerspiegelt. Also geht es darum, dich da zu festigen und weiter dir deiner Einzigartigkeit bewusst zu sein und weiter deinen Weg zu gehen und nicht aufzuhören, dich nicht aufhalten zu lassen davon. Und es auch so zu sehen, diejenigen, die am meisten an anderen rumkritisieren, bei was auch immer, die haben Anteile in sich, dass sie tief in ihrem Herzen auch gerne so wären und diese Anteile auch gerne leben würden und sie sich nicht trauen. Und dann spielt so das oftmals eine Rolle, den anderen klein zu reden, um sich selbst einfach größer zu machen. Und das ist nicht bös gemeint, das ist so eine Art, die viele Menschen einfach auf eine unbewusste Art und Weise so, ja, nach außen leben. Und dann natürlich auch überhaupt. Ich frage mich jeden Morgen, in welcher einen Sache kann ich heute besser werden, als ich das gestern noch war. Das ist Wachstum. Das ist Wachstum. Das gehört einfach dazu. Okay, meine Liebe? Ja, haben wir jetzt Licht ins Dunkel gebracht zum Be- und Verurteilen von Dingen oder wenn du dich be- und verurteilt fühlst. Und ja, schreib mir gerne mal ins Kommentarfeld rein, was das jetzt mit dir gemacht hat, welche Learnings du jetzt aus diesem Beitrag hier für dich mitnehmen kannst. Und ich freue mich auf den Austausch. Bis dahin, tschüss!